So, meine Freunde, weiter geht's mit FIFA. Mit FIFA. Genau, mit FIFA. Genau. Mit FM. Oh, jetzt muss ich direkt mal niesen. Läuft. Ah, ja, Winterpause. Und wir haben jetzt ungefähr, ja, einen Monat Zeit. Und dann werden wir mal in der neuen Saison, oder im neuen Jahr gucken, was da so geht. Nein, 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 nicht abbrechen. Nur schreiben, so. Denn, ich habe Kaugummi im Mund, wir haben Verträge, die wir noch nicht verlängern können. Deshalb müssen wir so ein paar Leute noch versuchen zu verkaufen. Unter anderem Boris Hüttenbrenner. Aber wir können vorher mal gucken, was denn im Finanzding geht. Verein, Finanzstatus. Ja, 170.000. Super. Super. So. Jetzt haben wir noch 400.000, der wird dann noch ein Minus. Und da müssen wir jetzt noch ein bisschen was einnehmen. Und zwar müssen jetzt ein paar Leute noch gehen. Hüttenbrenner, wir müssen die Leute versuchen, irgendwie wegzukriegen. Ich meine, guckt euch mal an, wie viel Gehalt der aufgibt. Für 31, wir wollen uns auch verjüngen. 31 ist man da schon fast zu alt. Auch ein Kofler. Ich meine, ich habe eigentlich einen Nummer 2 Torwart mit Sanninger zur Not. Auch der kann von mir aus weg. Auch der frisst Gehalt. Standfest wird eh die Karriere beenden. Richtig? Hellquist, bis jetzt eine Enttäuschung. Kann auch weg. Frisst zwar nicht so viel Gehalt, aber eine gute Ablöse ist ja auch schon mal okay. Zündel. Ja, Zündel würde ich gerne noch behalten. Michael Berger kann auch weg. Spielt bei mir auch keine Rolle mehr. Trindina geht schon weg. Czernik sollte bleiben. So, jetzt gucke ich erstmal, ob ich schon mit Standfest sagen kann. Hier, Junge, machen wir noch ein Jahr. Machen wir das Training sensationell. Und dann machen wir mal weiter. So, Berger. Kann schon gehen. Ich glaube, der hat zwar einen höheren Marktwert, aber kann trotzdem weg, ist mir egal. Hauptsache weg. Michael Berger muss sich entscheiden, na. Kofler, Lustenau möchte den gerne haben, ja, hier. Gut, die kann ihn auch haben. Oh, die Dänen Horsens möchten den gerne haben. Ja, 120.000 ist okay. Michael Berger, auch Wiener Neustadt würde ihn gerne verpflichten. Boris Hinnbrunner möchte keiner, gut. Gut, also abhauen werden. Hellquist und Berger hauen auf jeden Fall ab. Super. Trainingsziel, Trainingsziel. Kofler bleibt. Hüttenbrenner geht, also Hellquist geht und Berger geht. Haus rein.
Und wo ist der Equist? Hellquist. Bin ich blind? Ach, guck mal, ich ist eine Position hier. Da ist er. Und werde ich dasselbe nochmal mit Kofler machen müssen. Wo ist er denn? Kofler! Da. Tschüss. Der Part wird ja auch länger gehen, weil der wird die komplette Winterpause umfassen. Jetzt möchte ich einfach einen Kofler mehr haben. Okay, dann bleibt Kofler halt bis zum Saisonende. Kein Problem. So, neues Glück. Unsere Tordifferenz ist so geil. Geld für einheimische Spieler bekommen wir auch, sehr schön. Wow. Null. Keine verletzten Spieler mehr, das ist auch sehr schön. Und 211.000. Und so sind wir gar nicht mehr so viel im Gehälter minus. Das sieht doch schon gut aus. Es geht ja nicht in meinem privaten Bereich. Hier hat eine Freundin. Die Anita. Hat die einen Bart? Sie sagt, das hätte die einen Bart. Läuft. Zeit mit Partnerin verbringen. Gehen wir mal essen. Ja, ja. Potze. So, weiter geht's. Eigentlich brauchen wir ja noch einen zweiten Sechser, ne? Irgendwie. Bitte Autosave, ja, Autosave, hau rein. Nein, zu alt will ich nicht. Neues Sponsorenangebot, ja, das nehmen wir doch gerne. Wir nehmen Autos, Opel. So. Ich bin gerade am Überlegen, weil es ist nur noch eine Woche, 10 Tage noch, dann ist schon wieder der erste Spieltag. Rabic. Ja, vor allem, auch wenn ich ihn eigentlich nicht gehen lassen wollen würde, aber Geld ist Geld und 200.000 für Rabic, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Ja. Hm.
Gucken wir nochmal hier auf die Verträge eben. Dobnik und Co. ist sein Marvel auf jeden Fall hochgegangen. Die beiden Spieler werden uns verlassen. Rosenberger und Prosenik. Ja, Rosenberger hat noch kein Spiel gemacht. Haben wir denn bitte eine. Haben wir eh keine K.O. Von daher. Egal. Aber von mir aus können wir mal mit hochnehmen. In die erste, komm. Haben wir doch mal eine M. Vielleicht aber mal ein Spiel machen. Alter. Rabic, ja. Sogar über Marvel. Ja, man. Tut weh, aber. So. Jetzt geht schon die Rückrunde in der Woche los. Mein Gott, will man noch nichts. Auslaufende Verträge, können wir mal gucken. Deutschland. Zweite Liga. Mal dritte Liga. Gucken wir mal, dritte Liga. Slatko Dedic. Okay. Und Wegbu. Luca Zander. Ha. Thomas Paulus. Den könnten wir uns holen. Saisonende. Gucken wir da mal. Philipp Steinhardt, Fragezeichen. Na gut, geht eh nicht. Titting. Warte mal, stopp. Stopp, wo war? Der ist ja 34. Scheiße, na egal. Dänemark. Ach, fuck. Ein DM. Mittelland im Isabel-Führer gerade da, okay. Gut, machen wir mal weiter. Paulus ist mir zu alt. Da geht es. Nochmal Autosave. Transfermarkt schießen, da haben wir immer noch nichts getan. Wir konnten noch nichts tun. Weil wir immer noch im Minus sind. Jetzt können wir mal was machen. Und jetzt. Würde ich auch gerne was tun. Haben wir noch minus 21.000, so, das machen wir mal raus und den Rest tun wir auf die Transfers. So, jetzt machen wir noch 10.000 rein und jetzt sind wir im Plus und jetzt können wir uns dann doch noch einen Spieler leisten. Also, wir können ihn zumindest verpflichten, was jetzt schon mal sehr schön ist und dann gucken wir doch mal.
Einen Sechser. Ich hätte gerne mindestens 2 Sterne. Er darf höchstens 28 sein. Muss ein realistischer Transfer sein. Und muss ein DM sein. So. Ja. Sind wir noch stärker? Von Stumgrads Reserve, Lovric. Das ist ein Talent, 18 Jahre. Probieren wir es doch mal. Oh Gott, der wird teuer. Deutlich überschreitet. Deutlich überschreitet. Komm. Vielleicht verpflichten wir ein Talent. Wäre ja mal was. Aber jetzt geht's Richtung Mattersburg.